Gräben und gegen den TSV Travemünde. Ich hatte es vor dem Spiel schon mal kurz angesprochen. Haresley beim Turnier im Schweriner Umland. Nur siebter von 10 Mannschaften geworden, Schwerin fünfter. Man sollte denken, das ist schlagbar. Trotzdem haben wir hier einen Zwei-Klassen-Unterschied von der Ostsee-Spreeliga zur zweiten Bundesliga. Und wollen mal gucken, wiefern das heute zum Tragen kommt. Kai, im Endeffekt sagt man ja immer, Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und warum soll hier nicht eine Überraschung drin sein? Die Mannschaft von Grün-Weiß ist gefestigt. Haresley wahrscheinlich noch ein bisschen verunsichert. Warten wir den Spielverlauf einfach mal ab. Das ist richtig, wobei man natürlich sagen muss, Schwerin, für die Zuschauer, die es nicht mitbekommen haben, mit der Niederlage in Frankfurt beim Frankfurter HC 2 mit 20-22 am letzten Wochenende. Aber hier das 1-0 für Grün-Weiß Schwerin. Erzielt durch Christine Schröder. Und es bleibt beim 1-0, weil der Ball geht auch vorbei. Natürlich, Pokal hat seinen eigenen Gesetz. Man kann sich tragen lassen von der Stimmung. Und natürlich auch vom Spielverlauf. Man führt jetzt 1-0. Hat Ballbesitz, kann hier das zweite Tor machen. Und dann ist man erstmal gut im Spiel. Julia Kluth mit diesem Sprungwurf wird erfolgreich behindert und so geht der Ball ins Nichts. Und das war ein Fehlpass, der in der zweiten Ligamannschaft eigentlich nicht passieren sollte. Und der Konterlauf der Schweriner und Marie Ginscher. 2-0. Das ist ein guter Start für Grün-Weiß Schwerin. 2-0 Führung. Und die Euphorie kann man das Spiel über mitnehmen. Und da hat man gesehen, Wendy Künzel tritt frühzeitig raus, kann da den Passweg stören. Und das Spiel über aus, Manuela Roth. Und der ist nicht drin. Es bleibt hier beim 2-0. Unheimlich viele technische Fehler hier im Spiel in der Anfangsphase. Wahrscheinlich muss man sich erst ein bisschen eingewöhnen. Oh, fast der nächste technische Fehler. Sind beide ein bisschen aufgeregt, ein bisschen nervös, sicherlich. Zwei von der Anlage her unterschiedliche Mannschaften. Aber ich denke mal, mit der Zeit, in den nächsten paar Minuten wird sich das etwas legen. Und dann hoffen wir mal, dass wir ein schönes Spiel sehen mit vielen schönen Spielzügen, mit wenig technischen Defiziten. Ein gefährliches Kreisanspiel, bekommt den Ball aber zurück, passives Spiel angezeigt. Und dann vergisst du den Ball. Und der Konter von Haresley. Und das Tor von Volkwarzen. Zwei zu eins. Ja, bei Haresley ist natürlich eine alte Bekannte für Schwerin mit der Anne Hering, die dort auf der halbrechten Position spielt. Vielleicht eine mutige Entscheidung vom Trainer, sie gleich von Anfang an zu bringen. Da spielt auch eine gewisse Nervosität mit. Achtung, Konter. Schade. Und ja, das Ausgleich Manuela Roth zum 2-2. Und da merkt man doch Nervösheit. Auf beiden Seiten natürlich, auf beiden Seiten. Aber ich glaube, auch nicht der optimale Start für beide Mannschaften. Jutta Wenkler lässt den Ball fallen, so
trotz Anwurfballbesitz jetzt wieder für Nordharesley. Und jetzt darf Schwerin hier nicht Angst vor der eigenen Courage bekommen. Und der Ball geht an den Pfosten. Und Ballbesitz für Grün-Weiß-Schwerin. Aber Kai, du siehst ja auch, dass mit der Anne Hering jetzt in der zweiten Bundesliga Nord natürlich auch Talente in Aussicht sind, immer in der zweiten Liga zu spielen oder auch hochklassiger. Schön, dass sie sich da zurechtgefunden hat. Und Manuela Roth mit dem nächsten Konterlauf an den Pfosten. Gibt natürlich auch ein schönes sportliches Bild für den SV, Kriebel, Entschuldigung, natürlich nicht für Grün-Weiß-Schwerin da. Schöner ausgepasst, aber außen und erfolgreich gehalten, der Ball. Und der Ball ist wieder weg. Und jetzt der Konter von Grün-Weiß-Schwerin. Der legt und der macht es selbst. Julia Kluth mit dem 3:2. Und das Kreisanspiel wird nichts. Spielerin im Kreis und der Konter für Schwerin. Oh, das geht nicht. Und der Pass nach außen, Manuela Roth, 3:3. So, Angriff abgebrochen, Schwerin sortiert sich neu. Und Julia Weng noch glücklos heute mit dem Wurf an den Pfosten. Felke fängt den Pass ab. Aber Freiwurf für Nordharesley. Auszeit genommen vom TSV Nordharesley. Wir haben mal kurz reingehört jetzt bei Nordharesley. Der Trainer, ruhig, aber bestimmt, nach 9 Minuten bereits eine Auszeit, spricht für Unzufriedenheit. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben mal gesehen, in der Anfangsphase unheimlich viele technische Fehler, Turnovers, die zu leichten Gegenzügen führten, aber auch gar nicht zu Toren führten. Nun versucht er natürlich mit einer leichten Korrektur das Spiel ein bisschen zu beruhigen und sie nochmal auf ihre Stärken zu besinnen.
und Wendy Künzel mit einem klasse Treffer. Es, wie gesagt, es ist eine Möglichkeit. Man muss gucken, ob die Mannschaft das jetzt so aufnimmt. Ob sie ein bisschen jetzt die Nervosität ablegt. Aber scheinbar hat Schmerina ein bisschen mehr Nutzen von gehabt. Ah, Doppeldribbling, technischer Fehler. Schade, wäre natürlich die Möglichkeit gewesen, mit 5-3 vorauszugehen. Nun bleibt es beim 4-3 und das heißt natürlich aus einer gefestigten Abwehr wieder ein technischer Fehler. Vielleicht den Ball zurückzuerobern, um dann vielleicht wieder einen Gegenstoß oder in einem schön aufgebauten Spielzug zum Torerfolg zu kommen. Nun aber der Ausgleich, erneut Manuela Roth, bereits ihr dritter Treffer in diesem Spiel. Und Marie Kimscher in der Manier eines Halbspielers. In der Manier eines Halbspielers zum 5:4. Aber wie ist das zu erklären? Ein Zweitligist mit so vielen technischen Fehlern. Ich glaube, das ist völlig egal, ob du im Fernsehen guckst, erste Liga, zweite Liga. Das ist einfach ein anderes Spiel. Das ist halt nicht der zweite gegen den dritten aus der Bundesliga. Das ist einfach, man muss sie einstellen, man muss gucken, was macht der Gegner. Sie kennen sich nicht, vielleicht ein, zwei Duelle in irgendwelchen Turnierverläufen. Das heißt ja nicht, dass man die Mannschaft kennt und dass man sofort weiß, was da passiert. Sicherlich wurde auch gespäht von irgendwelchen Spionen, um zu gucken, welche Spielsysteme treffen da aufeinander. Hat sicherlich auch im Training, in der Vorbereitung auf dieses Spiel einiges darauf hingearbeitet. Aber Nervosität gehört einfach dazu. Um Gottes Willen, wenn ich nicht nervös wäre beim Handballspielen, dann hab ich meinen Sport verpasst. Jetzt gibt es 7 Meter für Nordharreslee. Und Katharina Sophie Volkwart hier eben auch das Tor erzielt mit dem 7 Meter und der geht vorbei. Ja, da sieht man die Unsicherheit bei allen Spielerinnen, die auf der Platte stehen. Sehr, sehr unsicherer Beginn und ein 5-5 nach 12 Minuten ist relativ ungewöhnlich. Aber momentan auch das, was die Leistung hier gezeigt wird, ist natürlich das 5-5 auch dementsprechend. Und Felkel mit dem 6:5 für Grünwald-Schmerin. Und auf anderen Seite Volkwarzen mit dem Ausgleich. Das war mal eine schnelle Reaktion, wie sich das die Haaresleer gewünscht haben. Und jetzt ein ruhiger Aufbau bei Schmerin. Ja, Roberto hat selber schon mal ein Spiel gespielt.